Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und hier ist wirklich gerade ziemlich die Kacke am Dampfen, würde ich sagen. Also ich hatte Glück, dass es hier in Pella so viele Söldner zum Kaufen gab. Und dadurch habe ich die eine Armee von dem vertrieben. Und ja, und Sparta ist natürlich auch sind auch meine Feinde, aber das ist nicht schlecht oder nicht so schlimm. Gut, hier hatten wir letzte Runde eine übertrieben krasse Schlacht. Also ich glaube, er hatte an die 4000, ich hatte an die 2000. Das können wir automatisch machen. Und ja, das war ein bisschen heftig. So, hier die 10.000 sind immer noch ein bisschen paralysiert, parallel. Den mache ich auch als Strategen. Der hat keine Frau. Der Arme. Dann geheime Aktion. So, hier ist die nächste Armee. Ich glaube, also hier, das da werden die beiden machen. Ich werde hier jetzt mal nach Edessa marschieren, weil, also er hat seine beiden Hauptarmeen jetzt in Side verschmissen, oder also nicht verschmissen, sondern verloren. Und genau. Jetzt hole ich mal die Flotte in Sinope und versuche hier mal ein bisschen zu drücken. Also der ist mir nicht ganz koscher. Ich bin aber verlässlich wieder. Und die anderen hassen mich alle. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Gut, du marschierst jetzt mal weiter nach Kapisene. Kannst du nicht ganz einnehmen. Oh Mann, der ist schon 63 und jetzt kann ich ihn nochmal... ja, das... Oh. Ach so, ich dachte, also das ist also das Symbol für diese Fruchtbarkeitsding. Der ist halt jetzt Level 10, also höher geht's nicht mehr. Und es tut einem dann ein bisschen weh, wenn der dann stirbt. Also der wird... Also ich weiß nicht, ob er Kapisene noch erobern kann. Aber ja. Naja, gut. So. Dann bin ich, glaube ich, mit allen gelaufen, oder? Also du machst mal den hier, du... Genau, schau's mal hier. Ja, hier ist niemand mehr. Okay, hier ist alles frei. Ich glaube, Pergamon hat keine Armee mehr. Keine große. Ich gehe mal hier hin mit der Spionin, damit ich sehe, wenn er vom Norden kommt. Hier ist es auch interessant, was hier so kreucht und fleucht. Und du bleibst hier. Du bleibst auch da. Die können jetzt noch weitergehen. Ich glaube, ich hole die. Ich meine, die heißen ja schon Verteidiger Pellas. Also das. Da muss ja. Das, ja, ihr wisst schon. Gut,
hier hole ich mir noch einen und dann glaube ich. Ist das eine Flotte? Ja, das ist eine Flotte. Nee. Muss nicht sein. Das weiß ich gar nicht. Nee, das ist keine Flotte. Oder? Ah, ich weiß nicht, ob das ein Admiral ist oder nicht. Gut, Rodders wird jetzt noch angegriffen. Aber, ja, das sollte passen. Gut. Linke und rechte Faust. Nur die linke, die rechte kommt irgendwann später. Ich hol mir mal erstmal die da. Weil, Schutzstellung. Dadurch hat er halt, bisschen mehr Kills gehabt, aber meine Kavallerie oder hat überlebt. So. Super, super, super. Warte. Du holst dir jetzt mal den da. Der scheppert natürlich weg. Aber das ist egal, weil so kann er nicht Sidi oder Rodders angreifen. Das war's wert. Wo sind denn sonst meine Armeen noch? Wer kann. Sinne der Rea. Komm. Das ist ein Hinterhalt. Das ist gut. Das ist gut. Und dann könnte ich sogar hier angreifen. Und dann den General töten. Oder währenddessen den General töten. Aber das ist gerade zu risky. Ist hier jemand drin? Ja, aber der ist keine Gefahr. Vor allen Dingen, der hat Gewaltmarsch an. Das könnte ich sogar schaffen. Ja, komm. Und wenn ich es nicht schaffe, ist es auch nicht schlimm, weil es nur eine Söldner-Armee ist. Das wäre echt nicht schlimm. Auf jeden Fall, dadurch dezimiere ich die und habe dann noch ein bisschen. Hab dadurch dann noch ein bisschen mehr Zeit, um mit den anderen, mit den richtigen Armeen dann nach Hause zu kommen. So. Das sind auch nur Bürgerkartenkavallerie. Kavallerie.
So, warte, ich stelle mich mal anders hin. Weil die machen jetzt irgendwas Komisches. Unser General wird angegriffen. Die machen gerade irgendwas Seltsames, was ich nicht definieren kann. So, jetzt macht halt, ihr seid drei Kavallerieeinheiten und ihr könnt eine einzelne nicht besiegen. Das ist richtig, richtig ehrenhaft von euch. So, dann gehe ich mal hier entlang. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Krass, das ist ein Einzelner und der greift noch an. Nicht schlecht. Ja,
Sag mal an hier. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, schön auf die Pikiniere, damit die nicht mehr so krass sind. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Bevor der stirbt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Zurück! Zurück! Zieht euch zurück! Zurück! Männer! Zurück! Zurück, Männer! Zurück! Come on. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ihr werdet doch nochmal den General töten können. Das ist ein schändlicher Anblick. Zu Befehl! Wie dir befehlt! Unser General ist gefallen! Ah, jetzt hat. Super. Bam. Gut! Teurer feindlicher Sieg, das wollte ich erreichen. Der hat 1400 verloren, das ist super. Und ja, passt. Alles gut. Mit der Armee kann er auf jeden Fall nicht mehr Pella einnehmen. Egal wie groß die Armee jetzt noch ist. So. Okay, das ist halt der Haupttyp von denen. So. Verbessern. Gut. Dann schauen wir mal hier. Der ist schon gelaufen und der Rest ist, glaube ich, auch schon fertig. Die linke Faust hat noch was bekommen. Super. Achso. Du hast noch was bekommen? Ja. Sehr schön.
44 bist du. Die linke Faust ist wie alt? 38. Ja, okay, der hat aber auch eine Frau. Okay. Alles klar, dann schauen wir mal. Minus 14, minus... Wow, 100%. Okay. Karthagische Familie. Karthagische Familie. Ich habe denen gerade eine Vollstärke-Armee gegeben. Auflösen. Oh nein, du bist jetzt alleine. Entschuldigung. Ja, zum Glück habe ich das noch gesehen, ne? Warte, welche Gebiete gehören dann ihnen? Ja, natürlich die da, wo jetzt keine Armee mehr von mir ist. Wobei, hier ist eine Armee und da. Ja, okay, alles klar. Okay, okay. Warte mal, ich muss mal kurz schauen. Genau, das ist einer von den Gelben. Der ist orange. Der ist orange. Alles klar. Gut. Nochmal. Achso, ja, habe ich ja vergessen. Gut. Dann gibt es jetzt einen Bürgerkrieg. Ist aber in Ordnung. Boah, weh, du machst ja. Boah, du kleiner Mistkacker. Dafür stirbst du. Immer diese Agenten hier. Grasland. Nein, der hat überlebt, verdammt. Ah, und jetzt belagert er, okay. Nö. Dies ist ein Zeichen. Aber die hätten mir 11.000 gegeben. Ach, und das ist Siede, oder? Ah, diese Bösen. Ja, das kann ich vergessen. Der hatte zwei Pikiniers-Einheiten drin. Oh, dieser Böse. So. Friedensabkommen, wer? Lange genug. Nun der da unten. Ja. Ja, das ist mir ziemlich egal. Invasionsstreitkraft geht an Land. Rang erhöht. Hafenstadt wird belagert. Militär. Elendsviertel, was? Sezession, ja. Karthagische Familie. Genau. Nahrungsmittelknappheit. Was? Nahrungsmittelknappheit? So ein Kack. So, der bekommt jetzt. Hier, das da. Wagemut. Das ist halt schon 60 Jahre alt. Okay. Okay, jetzt der braucht. Ja, komm. Der marschiert mal dahin. Du kümmerst dich mal um die. Du kümmerst dich mal um die. Super. Und dann tuckerst du mal weiter. Ich brauche dich so schnell wie möglich. Rammschaden, das ist gut. Ich brauche dich so schnell wie möglich irgendwo. Ich würde sagen, du kümmerst dich wieder um Siede. Dann du kümmerst dich um Antiochia.
Oder noch nicht. Du kümmerst dich dann bald darum. So, sehr schön. Und du kümmerst dich um die hier. Und plündern. So, hier, das habe ich voll vergessen. So, sehr schön. Dann können wir hier oben mal wieder Pane machen. Hier erobern wir das da. Sein letzter Kampf wird es sein. Sehr schön. So. Am Rand der Welt wirst du sterben. Ist halt schon traurig. Der ist richtig cool. So. Wie sieht's denn hier aus? Der Pergamon wird jetzt auch wieder fallen gegen die. Ich muss jetzt wieder zurück, weil Athen ist halt hat eine gute Flotte. Mmh, 13 Runden, ja komm, das ist hier gut, das passt ja. So, wieso habe ich jetzt Nahrungsmittelknappheit? Wahrscheinlich nur wegen den Elendsviertel da. Okay. 27 Minuten, dann nehmen wir schon auf. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.